Das hier ist mein Arbeitsplatz an dem von meinem Sohn gebauten Schreibtisch. Hier bin ich auch mit dem Programmieren beschäftigt, weswegen ich in letzter Zeit nicht viel zum Holzwerken gekommen bin. Meine Monitore sind aufgehängt, aber leider hat der Schreibtisch hinten keine Klemmkante, um die Stangen für die Monitorhalterung sauber aufzunehmen. Die Monitore hängen dadurch etwas nach unten weg und das möchte ich jetzt gerne mit einem Aufsatz für den Schreibtisch verbessern. Von der anderen Seite sieht man das noch etwas besser, wie die Monitore nach unten durchhängen. So soll der Aufsatz dann einmal aussehen, wie er auf der Schreibtischplatte befestigt ist. Er wird dann etwas überstehen, damit man die Klemmvorrichtungen besser anbringen kann. Die Platten aus 27 mm Buchenleimholz hatte ich eigentlich für einen Schrank gedacht. Leider haben sich die bei mir im Keller so verzogen, dass sie jetzt nur noch für Schnittholz taugen. Die Schablonen für die Stützen habe ich wieder mit dem altbekannten Programm BigPrint von Matthias Wandl ausgedruckt. Aufgrund der Bauweise habe ich mich hier gegen eine Verschraubung entschieden und werde es nur leimen. Zur Festigkeitsverbesserung werde ich nachher noch einen Dübel von oben einsetzen. Die Dübellehre von Dübelo erweist sich doch immer wieder als sehr hilfreich.
In den Fluss kommt ein Messingdübel und mit M10er Gewindestangen wird das Ganze dann am Schreibtisch von unten befestigt. So, hier ist der komplette schon geölte Aufsatz am Schreibtisch schon befestigt. Das Ganze habe ich nicht aufgenommen, das war so ein bisschen fummelig, die ganze Sache. Nur noch die Monitore aufstecken. Die Lampe wird noch umgeklemmt und fertig ist das Ganze. So, mein Aufsatz für den Schreibtisch ist fertig. Wie man sieht, sind die Ständer jetzt wesentlich besser befestigt. Sogar Platz für die Lampe hat es gegeben zum Klemmen. So sieht's aus. Und das ist jetzt wesentlich fester.